Finde ich ja mal komplett uncool. Komm, Cloud. Schön getroffen. Ich bin sehr, sehr stolz auf dich. Fettes Vitagal, komplett sinnlos eigentlich. Aber da ich sowieso kaum Leben hier verliere, ist es egal. Aber warte mal, jetzt könnte ich aber in dem Raum mal so einen Zante-Zucken ausprobieren. Weil hier sind die Karten stark genug. Muss ich dann mal... Warte mal, das probiere ich jetzt direkt. Da brauche ich 3x9. Genauso. Das war's? Das war die großartige Attacke. Ich meine, vielleicht, wahrscheinlich macht sie mehr, wenn sie wen trifft, aber... Das war's? Das? Das ist doch traurig. Das ist ein trauriges Ergebnis, was da jetzt gekommen ist. Das probieren wir jetzt nochmal. Warten, bis der am Boden ist. Okay, ich bin mehr als enttäuscht, das muss ich jetzt ehrlich sagen. Ich habe mir deutlich mehr erwartet. Von einer Attacke, die 3 9er-Karten braucht, um ausgeführt zu werden. Weil der Angriff ist jetzt gerade nicht mal mit so einem kleinen fertig geworden. Geschweige denn dann irgendein Bossgegner, gegen den ich das einsetzen will. Da bin ich doch froh, dass ich das jetzt mal gemerkt habe und dann mich nicht vor irgendeinem Bossgegner blamiert habe. Ich wollte gerade fragen, ob du das schaffst oder ob das nicht so hoch ist für dich. Gnadenlose Dunkelheit. Sah jetzt auch irgendwie neu aus. Ma, ich wollte nicht gegen den kämpfen. Was? Es macht so unglaublich viel Schaden. Ich bin einfach jedes Mal wieder begeistert. Ich habe dem jetzt 3 Chancen gegeben. Das hat mich 3x enttäuscht. Ich glaube, das sollte reichen. Als Grund, wieso ich das jetzt wahrscheinlich nicht mehr so schnell nicht mehr einsetzen werde. In dem Kampf. Oh, ein kurzer Kampf. Das sind mir die liebsten Kämpfe. Die war schnell vorbeigehen. Komm. Schnell hoch hier. Denn wir müssen den nächsten Raum stürmen. Komm. Was ist eine Feenharfe? Schön. Hatte schon immer eine Harfe von Feen geschmiedet in meinen Händen halten. Karte, Karte, Karte. Ach toll, Aero. Kannst du wieder zurückhaben, danke. Nutzlose Karte. Nutzloser Angriff. Auch wenn ich ihm noch doppelt im Deck habe. Die Karte selbst ist trotzdem sinnlos. Ich könnte mir einen wunderschönen bewachten Schatz machen. Damit die Räume auch mal einen Sinn haben. Einen tieferen. Tiefergreifenden Sinn. Irgendwie ist meine Stimme heute so leise, kommt mir vor in der Aufnahme. So. Wo ist der Schatz? Da oben ist der... Ach so, und der bewacht jetzt die Treppe. Oh, toll, und ich kämpfe gegen den falschen Gegner. Jetzt verstehe ich zumindest, was es mit dem Raum auf sich hat. Sehr, sehr schön. Kommt natürlich nichts raus, wenn man so wunderbare Karten kombiniert. Betäubungsschlag ist natürlich immer fabulös. Zwar nicht im geringsten das, was ich machen wollte, aber es hat auch was für sich. Kann man so sagen. Wir mal. Jetzt werden wir wunderbar nachstocken und nebenbei uns heilen. Das sind Kombinationen, die können nur von einem Profi wie mir gespielt werden. Man sieht sofort meine Handschrift, wenn eine Heilung mit irgendwas anderem kombiniert wird. Es trägt meinen Namen. Eingetragenes Patent. Ah, oh, toll, jetzt habe ich vergessen. Weil sich Donald da dazwischen reingequetscht hat.
Sonst hätte ich jetzt eine dreifach Peter Pan Attacke gehabt. Nehmen wir ein bisschen weg. Komm. Du musst leider auch dran glauben. Ich wünschte, es ginge anders, aber es geht nicht. Wir müssen leider miteinander kämpfen. So, ich hol mal Goofy zur Verstärkung. Hoffentlich kriege ich gleich noch eine Goofy-Karte. Damit ich mit dem schön aufräumen kann hier alles. Und es ist eine Goofy-Karte. So, mal schauen, ob nachdem jetzt noch Gegner kommen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das nicht vielleicht sogar die einzigen Gegner in Game Camp sind. Ah, waren sogar die einzigen. Okay. Noch ein Bewachter. Sogar die gleiche Karte wiederbekommen. Der Raum war im Prinzip gratis jetzt. Wenn man so will. Ma, jetzt fällt die da runter. Ich glaub's ja nicht. Wahrscheinlich eh wieder nur ein Aero. So lernt Teleport. Materialisiere dich hinter dem anvisierten Gegner, der kurzzeitig betäubt ist. Magiekarte, Magiekarte plus Peter Pan. Stopp, Aero, Itemkarte. Gut, dass ich keine Stoppkarte habe. So, wo muss ich hin? In die Richtung. Da muss irgendwo... Achso, in... Ah, da unten ist... Mein Gott, ich wäre jetzt wieder ganz hochgerannt. Einfach nur, weil ich zu blöd bin, hier aufs Spielfeld zu schauen. Meine Güte, das ist ja nicht schön. Ah, toll, jetzt ist hier nur eine Schatztür. Ma! Komischer Schatz. Schauen wir uns an, was es hier Wunderbares gibt. Irgendeine neue Fähigkeit. Neuer Skill. Kann ja auch nie schaden. Bin ich immer schwerstens begeistert von einem neuen Skill. Aber schauen wir mal. Vielleicht ist es auch ein cooles Item. Cooles Item kriegt man hier auch selten. Hier ist man so wenig von Items abhängig in dem Spiel. Sora lernt Blitzwurf. Blitz, Angriffskarte, Angriffskarte. Auch nicht schlecht. Das war doch wunderbar. Raum der Belohnung abgeschlossen. Nein, ich will nicht eine neue Karte einsetzen. Das war nur aus Versehen. Weil das Dreieck mich immer so verwirrt. Da kommt, man stellt sich zur Tür hin und dann kommt erstmal ein fettes Dreieck angezeigt. Dann denkt man sich, okay, drücke ich mir Dreieck? Nein! Das wäre dann nämlich eine neue Raumkarte einsetzen. Und das will ich nicht haben. Meine lieben Freunde. Das will ich nicht haben. Ach, da geht's doch. Mein Gott, geht's hier tief runter. Bin ich gar nicht gewohnt. So, und jetzt bleibt hier nur noch ein Raum übrig, wo ich noch nicht war. Und zudem komme ich über diesen Weg. Let's go. Wo war das jetzt? Ich glaube, genau hier. Eine Null verwenden. Wunderbar. Damit es ja zu verschwenderisch ist. Oh, einmal kurz gähnen. Dann passt wieder alles. Ist die Welt wieder im Lot. Ist leider noch nicht die Tür, die ich suche. Gehen wir schnell weiter. Könnte noch einen Schatzraum machen mit 8. Je nicht übertrieben oder so? Nein. Aber im Blau will ich eigentlich nicht viel verschwenden, weil da habe ich nicht wirklich viel übrig. Stunde des Magiers. Ist auch eine Null. Von der habe ich ja noch was. Man muss ein bisschen taktisch denken. Nicht einfach die Karten einsetzen, die man gerne haben möchte, sondern die, die es braucht in dem Moment. Es erfordert viel, viel Konzentrationsarbeit. Jahrelanges Training. Und dann kann man es immer noch nicht. Und dann merkt man, dass man es eigentlich die ganze Zeit konnte, aber eben doch nicht. Nein! Sogar ein Doppelpack. Also wenn die schon zu zweit stehen, dann muss man es doch probieren.
könnte dann gleich gut normales Fass so. Blöde Wörtersuche. Viel zu kompliziert. So. Haben wir wunderbares Aero eingesetzt. Einfach nur damit die denken, es wäre ein cooler Zauber, vor dem müssen wir uns fürchten. Ist eigentlich nur alles Rufarbeit. Muss meinen Ruf aufbessern. In dem Spiel. Damit ich dann in anderen Spielen einen besseren Ruf habe. So, das war die gelbe Karte. Ach, toll, schon wieder ein Schlüssel zur Prämie. Ich meine, ist gut, wenn man so eine Karte kriegt, aber irgendwie kriege ich sie jetzt auf einmal dauernd. Wohin habe ich sie noch gebraucht? So, eine 9er Karte. Haben wir irgendeine andere 9er Karte, die ich lieber hergeben würde? Dann bleibt wohl nur diese Karte übrig. So. Mal sehen, was sich hinter Tür Nummer 2 verbirgt. Oh, es ist ein Eistee. Glückwunsch. Da ist sie ja. Peter? Peter Pan? Wendy, geht's dir gut? Ich bin mit meinen 3 neuen Helfern gekommen, um dich zu retten. Los, runter von dieser undichten Wanne und rein ins Abenteuer. Wir werden niemals erwachsen. Du, Peter, ich muss dir was sagen. Ich möchte zurück nach London. Was redest du denn da? Wenn du im Nimmerland bleibst, bleibst du ewig Kind. Und jeder Tag ist ein Abenteuer. Aber gehst du zurück nach London, wirst du aufhören, ein Kind zu sein. Du wirst erwachsen und wir werden uns nie wiedersehen. Ich weiß, Peter, aber ich möchte nach Hause. Ich habe dich gerettet. Und dir ist es egal, ob du mich je wiedersehen wirst. Nein, du verstehst nicht. Wie du meinst. Ach, und retten kannst du dich meinetwegen auch selbst. Ich verschwinde. Hey, warte doch mal. Wer ist er? Voll gequält. Peter. Das war aber ungestüm. Was machen wir jetzt? Hey, ich habe eine Idee. Überlegen wir uns doch, was wir tun, wenn wir entdeckt sind. Das ist zwar keine Idee, aber du hast nicht unrecht. Draußen erwartet uns noch eine Menge Ärger. Wendy, du bleibst hier. Wir werden versuchen, sie ein wenig abzulenken. Okay, seid vorsichtig. Vielleicht ändert Peter seine Meinung und kommt zurück. Also warte besser hier. Guter Plan. Immer schön da drin bleiben. Immer im Gefängnis bleiben, da ist man sicher. So, ich muss jetzt ganz kurz mal... Wenn ich jetzt nicht blöd angegriffen werde. Nein, ich muss kurz meine Balkonte zumachen, sonst erfriere ich hier. Irgendwas hat sich jetzt gerade abgemeldet. Irgendeine Hardware, oder? Keine Ahnung. Hab's nur so beim Aufsetzen nebenbei gehört. So ein Dididuk.